Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei Warfriends. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Fight checken, hier natürlich den nächsten Kampf und gucken, was hier am Ende bei rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass wir eventuell den nächsten Sieg hier so ja nach Hause holen können. Also geil wert. Versprechen kann ich nichts. Also wie ihr sagt, klar, kommt immer auf den Gegner drauf an, kommt immer darauf an, wie die Leute rauskommen, was der Gegner macht, wie er agiert. Aber ich sehe hier gerade, oh, das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Ding für uns. Aber der Gegner ist auf jeden Fall überlegen, das kann ich gleich sagen. Wie ihr sagt, wird ein hartes Ding, wird eine harte Kiste. Aber wie ihr sagt, ich hoffe natürlich, dass wir Paolo irgendwie am Ende platt machen können. Also wie ihr sagt, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich erstmal auf den Kollegen warten. Ey, mach keinen Mist jetzt. Mann, komm zurück, Kollege. Tja, ich glaube, das sieht mies aus. Ich hätte natürlich schon hier nicht gezockt. Von daher ist das natürlich eine richtig. Oh, doch, das geht weiter. Das ist natürlich geil. Nee, da haben wir wirklich noch verloren. In letzter Sekunde, das gibt's doch ja nicht. Das war natürlich eine richtig miese Kiste. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir den Sieg nur nach Hause holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, am Ende war es so knapp. Von daher ist es doch erstmal absolut okay. Dumm gelaufen, muss ich sagen, aber wir sind auf jeden Fall auf 199.000 gekommen. Das ist natürlich schon mal richtig geil, weil die Wall, ich will natürlich euch ein bisschen was zeigen, beziehungsweise will mir natürlich hier die nächste Wumme holen. Und zwar jeg einfach mal hier ruf, jetzt einfach mal auf die Knarre und hol mir die hier für 199.999. Schlagen wir erstmal zu und dann würde ich sagen, werden wir erstmal ein Upgrade durchführen. Das dauert insgesamt eine Minute, von daher würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal wieder so weit durch. Könnten hier natürlich noch die nächsten trainieren, aber ich glaube, hier können wir uns nicht so wirklich leisten. Von daher würde ich vorschlagen, sind wir für heute erstmal wieder durch. Sehen uns dann im nächsten Let's Play. Wie ihr sagt, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.